Okay, zurück bei Batman und Batman vs. Bane. Au, ich will erstmal den ersten Schlag vergeigen. Quatsch. Gleiche Kampfprinzip wie der große, den wir vorhin hatten. Bam, bam, bam. Autsch. Oh, 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 das war ein Treffer von ihm. Na los. Oh oh. Und wirf. Bam. Gegen die Wand. Los. Geht doch. Draufspringen und reiß. Weg mit dem Gift, sonst wird er mir noch zu gefährlich, oder? Oh, bam. Okay, jetzt kriege ich noch Gesellschaft von ein paar Joker-Freunden. So, zur Seite. Oh, der schmeißt einen Felsen. Batsch. Batsch. Okay, scheiße, er rennt schon wieder. Kritischer Angriff und... Fangst du erstmal an zu rennen, bitte. Batsch. So. Eins, zwei, Wurf. Sprengung. Okay, ausgerichtet. Okay, er rennt schon wieder. Gegen die Wand, bitte. Knall. Schlagen immer schön drauf und ihm die Schläuche aus dem Rücken reißen. Oh oh. Bam. Boah, scheiße. Ja, er kommt gerannt und ja. Volltreffer. Und noch ein Sprung zur Seite. Aus. Ah, das Ausweichen ging jetzt daneben, aber. Schluss zur Seite. Oh, was hat dann? Oh, gut, Volltreffer. Oh, oh. Der braucht jetzt ein bisschen mehr als zuvor. Oh, oh, er schmeißt einen Stein. Oh. Bitte mal rennen, danke. Dead. Bam. Und draufhauen. Tja, sayonara, Bane. Ich schätze, das war's wohl erstmal. Und immer noch schön draufhauen. Wow. Schöne Vibration des Controllers. Wo haben wir denn gekämpft? Im Heizungskeller? Ich glaube sogar ja. Der will jetzt noch Auto fahren? Wo ist Quinn? Weg. Sie muss abgehauen sein, als Bane dich rumgewirbelt hat. Wir müssen dich unterbrechen. Ich bin doch nur einmal rumgewirbelt. Ich bin kein Anfänger. Ich kann das selbst regeln. Oh, da ist er ja schon wieder. Batman macht dich kampfbereit. Nicht Batman. Und danach die Bruja. Buchhaken. Nein, Bane. Diesmal zerbreche ich dich! Boah. Frage. Ist er jetzt tot oder lebt er danach wieder? Aus reiner Interesse. Mein Batman tötet ja angeblich nicht.
Yep. Es gefällt mir nicht, dich hier zu lassen. Keine Angst, ich habe genügend Unterstützung hier. Das Radio sagt, er hätte Bomben über ganz Gotham verteilt. In Gotham wird Panik ausbrechen, du wirst da gebraucht. Wir sind bereit zu gehen, Sir. Wen hat Dr. Yang Rocha genannt? Was bedeutet das? Witch. Das ist Spanisch für Hexe. Stimmt das? Also ich würde nicht glauben, dass es nicht stimmt, aber ich glaube schon mal einfach mal, es stimmt. Ha. Oracle, geh die Computer der Stadt durch. Suche alles über Dr. Yang. Ich sehe mir die Sachen dann an, wenn ich in der Welche Höhle bin. Eine Betthöhle auf einem Island? Ich habe sie vor Jahren erbaut. Es ist das Beste, wenn man für solche Situationen vorsorgt. Wie hast du geschafft, das geheim zu halten? Ich bin's, vergiss das. Und glaubst du, dass Dr. Yang mit Venom experimentiert hat? Derselben Chemikalie, die Bane in dieses Tier verwandelt hat? Ja, ich bin besorgt. Bane schien noch mächtiger als sonst zu sein. Joker will das Venom und das kann nur Ärger bedeuten. Ich gehe jetzt nach Arkham North zum Deadman's Pond. Ich melde mich, wenn ich in der Battle bin. Kurz, Joker will Gift. Mit dem Gift... Ja, er will das Gift einfach nur. Warum? Das lasst mal von jemand anderem die Sorge sein. Und stimmt, ja, hier kann man auch noch was schön zerstören. Eine Fledermaus hinzeichnen und kaboom. Chronik von Arkham. Das Blut meiner Familie floss durch das Herz Gottes. Wir waren Ärzte, Politiker und Lehrer. Wir waren das Organ, das die verfilzten Adern der Stadt gereinigt hat. Wir waren ihre Diener, die alles gaben, um sie zu beschützen. Und trotzdem hat sie sich entschlossen, uns zu verletzen. Okay, noch nicht viel gesagt, aber... Anscheinend hat man sich gegen diesen Herrn Arkham, nenne ich jetzt einfach mal, gewandt. Und wo muss ich jetzt eigentlich? In der Intensivstation, das ist genau hinter mir. Gut, dann mache ich hier hoch. Ah, da haben wir doch noch was Interessantes. Setsch. Und dann nochmal hier runter. Ich glaube, ich habe irgendwas Interessantes gesehen. Eine? Ja, eine Trophäe. Also, wie bist du darauf gekommen? Durch das grüne, blühende Fragezeichen? Mehr oder weniger so ein bisschen. Ja, allerdings war es nicht grün, sondern blau. Intensiv, da hinten will ich hin. Okay, dann gehe ich auch mal dahin. Sind das ja noch mehr Joker-Zähne. Was das Besondere an Deadman's Point ist, es ist seit über 100 Jahren ein bevorzugter Ort für Selbstmorde auf Arkham Island. Ja, ich weiß. Ich habe mal einen unglücklichen Insassen davor bewahrt, auf die Felsen hinter ihm zu springen. Ich habe einen Höhleneingang gefunden und über die Jahre einen Haufen Vorräte dahin geschafft. Es ist ein Zuhause fern von zu Hause. Oh. Hat's wen interessiert? Vielleicht. Halt, ich kann mir die Sicht immer drin lassen, dann kann ich wenigstens sehen, wo Geheimnisse sind, wenn ich mal welche sehe. Aber davor gibt's Prügel. Die haben mich nicht zufällig schon gesehen. Nein? Gut. Bam! Bam! Halt! Bam! Ah. Oh Gott, was stelle ich gerade eben mit der Steuerung? Damn! Bam! Bam! Batsch! Und ah, K.O. Gut. Noch ein paar mehr K.O. Dann kann es ja jetzt weitergehen. Genau hier lang. Will ich. Ist das unser Ziel? Egal ob es ist oder nicht, und anscheinend nicht, aber ich gehe trotzdem mal hin, weil ich hier eine Trophäe sehe. Ha. Hörst
Kannst du das hören, Detektiv? Das ist der Klang, wie ich deinem Erfolg Beifall klatsche. Oh, du hörst ihn nicht? Dann deshalb, weil sogar ein Idiot die Trophäe gefunden hätte. Ah. Okay. Wieso versteckst du dann, wie es nochmal Trophäen so, dass sie Idioten finden können, obwohl du der Meister sein willst, ein Genie? Das passt nicht so ganz, aber egal, hier haben wir das letzte Schriftstück. Das nächste. Als Gothams Venen sich mit Schmerz und Leiden füllten, konnte man die Auswirkungen überall spüren. Mein Vater starb zuerst, von einer widerlichen Krankheit befallen. Meine Mutter lebte weiter, aber nur in einem Wachtraum. Ich kehrte in unser Haus zurück, wo ich mich um meine pflegebedürftige Mutter kümmerte, solange ihr Körper noch atmete. Wegen ihrer Tränen konnte ich nachts nicht schlafen. Okay, traurig, aber jetzt mache ich erstmal eine kurze... Ne, jetzt eine Pause.